Hör mal, Kalli, pass mal auf. Findest du das wirklich so lecker, was der Melzer da immer kocht? In der Kocharena. So, der Vor- in der Nachspeise, ist das wirklich so lecker? Immer oder Toast oder so? Es gibt ja viele Sterneköche, die den Melzer sehr, sehr kritisieren, weil sie sagen, große Schnauze, nichts dahinter, hat ja auch keinen Stern. Ich bewerte so, wie es mir schmeckt. Und 90% von dem, was Tim Melzer gekocht hat, hat mir ausgezeichnet geschmeckt. Und deswegen ist mir schnurzpiep egal, ob Tim Melzer einen Stern oder keinen oder drei Sterne hat. Er ist schnell, er ist pfiffig und vor allen Dingen kocht er sehr, sehr leckere Sachen.